So, hallo die Dampfmaschinenfreunde, hier ist wieder euer Dampfmaschinenprofi. Ja, pünktlich zu Ostern haben wir nochmal eine schöne Dampfmaschine von der Firma Velesco fertig bekommen, das ist die D141, die Werkstatt. Wie gesagt, wir haben hier eine schöne Kreissäge drauf, ja, einen Schleifbock, eine Bohrmaschine und noch so eine Bügelsäge. Ja, die ganze Anlage haben wir auch wieder komplett zerlegt, poliert, ist noch in sehr gutem Zustand, ist ein älteres Modell. Ihr seht eine Grundplatte alleine, wie top die erhalten ist. Wir haben hier nur so ganz kleine Flecken drauf hier hinten, aber da muss man schon genau hingucken. Also die Grundplatte ist wirklich noch original und sehr gut erhalten. Na gut, dann ist sie trotzdem komplett zerlegt. Wir mussten hier auch ein neues Ventil reinlöten. Da hat sich leider der Vorgänger vergangen irgendwie dran. Das haben wir alles fachmännisch verlötet, vernünftiges Neues reingelötet, weil vorher geht kein Modell raus. Das muss alles in Ordnung sein. Wir haben hier auch einen anderen Kessel verbaut. Da lege ich immer sehr viel Wert drauf, dass der Kessel top ist. Wie gesagt, da braucht ihr keine Angst haben, der Kessel ist in sehr gutem Zustand. Das Druckbarometer, ihr seht selber, ich habe gleich 2 Bar drauf. So langsam macht das Ventil auf. Wir machen auch immer hier neue Sicherheitsventile rein, dass ihr hier wirklich einen super, super Fahrdruck habt. Na gut, das Highlight, wir haben wieder hier eine LED-Beleuchtung verbaut. Diesmal haben wir eine bunte verbaut, sieht sehr gut aus. Wir versuchen nachher nochmal im Dunkeln nochmal Licht zu machen. Das kommt immer mit der Beleuchtung, ich kann sie immer ausmachen, kommt immer nicht so gut rüber. Wie gesagt, wir haben hier einen kleinen Batteriekasten, den wir immer machen. Ich habe ja schon einige Modelle umgebaut. Es kommt immer sehr gut an. Dann macht er einfach hier so 3 Batterien rein. Beim Transport mache ich die mal raus. Ich lege die gerne dabei. Und dann, wie gesagt, braucht ihr nur reinmachen. Ist so mit Klettband, zeige ich euch später noch. Kann man schön abmachen, das Batteriefach. Und dann macht er die Akkus rein, vernünftig, vorsichtig. Nicht so dran ziehen, das reißt er die Kabel ab. Immer ein bisschen mit Gefühl alles. Am besten, wenn er erwachsen dabei ist. Na gut, ich finde es eine prima Sache. Das wird einfach nur hier drauf geklebt, das ist so Klett oder halt so Klebeband mit LED-Beleuchtung. Das hält bombenfest und ja, sieht schön aus. So, jetzt wollen wir die ganze Anlage auch mal testen. Wir haben jetzt, oh, wir haben jetzt schon über 2 Bar. Jetzt reicht es aber, jetzt müssen wir auch langsam mal aufmachen. So, lassen wir es auch mal laufen, die Anlage. Kann natürlich sein, dass das Druckbarometer auch ein bisschen zu viel anzeigt. Also die haben immer so Schwankungen zwischen 0,2, 0,3 habe ich schon gehabt. Die alten Druckbarometer im Gegensatz zu den neuen jetzt. Ja, wie gesagt, ich lege immer sehr viel Wert drauf, dass wirklich alles sauber ist, alles leichtgängig ist. Wir haben hier komplett alle Aggregate auch zerlegt, alle, wie gesagt, Schleifbock, Säge und Bohrmaschine. Gerade bei der Bohrmaschine müsst ihr mal aufpassen, die müsst ihr wirklich komplett zerlegen, mal die ganzen Wellen vernünftig einölen, ein bisschen abschleifen, dass die wirklich leicht laufen. Weil das ist so ein Problem, die laufen immer sehr schwer und das soll ja alles schön leicht laufen. So, ihr seht aber selber, es funktioniert alles tadellos. So, lassen wir so Moment mal laufen. Ja, wie gesagt, wir haben hier auch wieder keine Kosten und Mühen gescheut, dass die Maschine wieder fast wie neu dasteht. Wir beheizen wieder mit einem Keramikbrenner, mit Gas, so kennt ihr meine Videos. Ich mag mit S-Pit nicht. Erstmal hat man die Leistung nicht so. Also ich kann euch nur empfehlen, holt euch mal einen Gasbrenner. Gibt es bei eBay Kleinanzeigen. Gibt es ja mittlerweile ein paar Anbieter, die machen euch das fertig. Mit Anschluss, mit Gaskartusche. Da habt ihr alle startklar. Wie gesagt, schreibt Leute einfach an. Schreibt, wofür ihr das haben wollt, was für ein Modell. Gebt der Überschrift ein, Keramikbrenner. Da findet ihr schon was. So, alles klar. Wie gesagt, das Modell kommt gleich bei eBay Kleinanzeigen. Das haben wir jetzt vor Ostern noch fertig bekommen. Ich gebe ungern Modell raus, was nicht hundertprozentig fit ist, weil ich möchte meinen guten Ruf auch gern behalten. Nur ich mache nicht mehr so viel, weil im Netz sind leider zu viele Betrüger, da müsst ihr echt aufpassen. Also ich bin selber schon ein paar Mal reingefallen drauf und naja, ich ziehe mich so, habe ich ja gesagt, ein bisschen zurück. Ich mache nicht mehr ganz so viel. Hin und wieder, wenn ich nochmal Modell reinkriege, dann mache ich es nochmal fertig. Aber es muss sich auch lohnen, ne? Weil viel Schrott angeboten wird, die wollen dann trotzdem viel Geld haben. Ja, und da mache ich nicht so mit, ne? Also ihr kennt meine Preise, ich bin da ziemlich human und meine Modelle müssen top sein, da darf nicht irgendwas durch sein oder ne, da lege ich immer sehr viel Wert drauf, weil ihr wollt ja auch eine vernünftige Maschine haben, ihr wollt ja nicht so einen Schrott kaufen, was dann nach ein paar Wochen kaputt ist. Nee, das geht gar nicht. So, wie gesagt, wir haben jetzt Gas auch nicht ganz so viel aufgedreht, wir drehen es noch ein bisschen mehr auf, dass wir ja auch eine ordentliche Leistung haben. Haben jetzt 1,2, zum Fahren reicht das auch. Naja gut, wie gesagt, wir testen jetzt alles. Ihr wisst ja, deswegen mache ich das Video. Wir lassen es immer ordentlich laufen. Der Kessel muss top sein, Sicherheitsventil. Wie gesagt, beim Anfahren immer so 2, 3 Tröpfchen Velesco-Öl rein. Das reicht dem Modell.
Wie gesagt, das Abwasser geht hier hinten so eine kleine Schale rein. Das ist wirklich super durchdacht. Das geht gut. Hier raucht auch schön der Kamin dann. Ja, und mit der Beleuchtung, wie gesagt, ist eine LED-Beleuchtung. Das könnt ihr euch ins Kinderzimmer stellen. Einfach anmachen. Könnt ihr auch tagelang anlassen. Da geht so wenig Batterie. Also ne, Verbrauch ist da wirklich sehr minimal durch die LED-Beleuchtung. Und ich finde mit dem Bund ist diesmal gut gelungen. Wie gesagt, ich mache gleich nochmal ein Dunkel, mache ich nochmal ein Licht, dass ihr das seht, weil jetzt im Hellen, ich kann hier kein Fenster oder Rollo runter machen, das kommt nicht so gut rüber mit der Beleuchtung. Das sieht so richtig schnieke aus und die muss man nicht laufen lassen, die kann man dann einfach hinstellen. Und so ein Tüftler könnte sich noch so ein Dynamo draufbauen, die Löcher sind ja vorgegeben bei der Aggregatplatte. Und dann könnte man auch die LED-Beleuchtung mit dem Dynamo dann betreiben, könnte man machen, aber ich finde das Blödsinn. Weil ich finde das schön, wenn die Modelle dann einfach schön im Kinderzimmer irgendwo stehen oder im Regal stehen. Ihr macht dann einfach nur hier Batteriefach, Licht an und dann leuchtet es halt schön und sieht schön aus. Ne? So, also ich bin sehr zufrieden, läuft alles super, sieht auch edel aus, alles schön sauber. Da bin ich so ein bisschen pingelig immer, das muss alles zerlegt werden. Und da nochmal ein Dankeschön an meinen Sohn Pascal, der hat mir da auch ein bisschen Polierarbeit geholfen. Das ist immer viel Arbeit, die ganzen Sachen polieren, die Grundplatte, die ganzen Aggregate oder die ganzen, die Instrumente halt, ne? Säge, Bohrmaschine, Schleifbock, das muss alles sauber sein, poliert werden. Naja, ist schon viel Arbeit, wenn man es alles zerlegt, vernünftig macht. Wie gesagt, die Dampfmaschine wird ja komplett zerlegt, der Kessel wird abgebaut, der wird dann unter abgedrückt, der wird nachgeguckt, der wird geöffnet. Da muss schon alles dicht sein, ne? Na gut. Ja, wie gesagt, wenn ihr sowas kauft, lasst euch immer Bilder zeigen, auch gerade vom Kessel hinten, die Deckel sind meist faul, da sind die durchgerostet, weil die Leute immer das Wasser drin lassen. Also ich kann euch nur einen Tipp geben, macht Sicherheitsventil raus, schraubt das Druckbarometer ab, dann bleibt der Aufsatz bleibt drauf, kippt sie um und lasst das Wasser rauslaufen. Also stellt sie bitte nicht so weg. Also ich habe schon viele Modelle gekriegt mit Wasser und dann ist das Wasser da 5 Jahre drin oder länger, ich weiß es nicht. Da sind die Kessel durch und nicht nur hinten am Deckel, die sind auch an der Seite durch oder vorne an der Seite. Dann könnt ihr den Kessel wegschmeißen. Und ihr wisst ja, was Kessel kosten mittlerweile. Die Ersatzteile sind sehr teuer geworden. Und ich möchte auch nicht jedes Mal da komplett neue Kessel verbauen. Ne? Also da achte ich schon jetzt beim Kauf immer drauf. Aber wie gesagt, lasst euch da Bilder zeigen, lasst euch die Dampfmaschine vorführen. Ist der Kessel dicht, ist da alles top. Na gut. So, wie gesagt, läuft prima, ich bin sehr zufrieden. Gleich bei der Kleinen zeigen. Ich wiederhole mich schon wieder. Ich weiß, mache ich gerne, weil ich da Spaß dran habe. Könnt ihr ruhig einen Kommentar wieder reinschreiben. Nein, alles gut. So, wie gesagt, wir machen gleich nochmal Bilder von LED-Beleuchtung, dass ihr das nochmal seht, wie das im Dunkeln aussieht. Und dann soll sie Liebhaber finden. Ist wirklich schön geworden. Kann sie mit gutem Gewissen abgeben. Alles super geworden. Alles klar. Ich will gar nicht mehr so viel sabbeln. Ich sabbel immer viel zu viel dabei. Wie gesagt, guckt euch das Video an, guckt euch die schöne Maschine an. Läuft alles super. Wir können sie auch mal ohne Aggregate laufen lassen. Wir machen mal das Transmission, machen wir mal ab hier die Übersetzung hier. Die Spirale, ich kam jetzt nicht drauf. Ja, wir haben jetzt mal die Spirale abgemacht. So, läuft wirklich super. Ihr seht das ja. So muss es sein. Wie gesagt, immer so ein kleines Tröpfchen Öl auf die Gelenke drauf. Nur nicht zu viel, dann sammelt ihr alles voll, das muss auch nicht sein. Ein kleines Tröpfchen reicht, dickes Velesco-Öl. Viele haben mich auch gefragt, was kann man noch für Öl nehmen? Also ich sage jetzt, ich nehme auch anderes Öl vom Motor, vom Auto, aber dickeres Öl kann man auch nehmen. Aber ich, ne, original Velesco-Öl, so teuer ist das nicht, da holt euch mal Fläschchen, das hält ja ewig. Alles klar, so. Sag mal, bis zum schönen nächsten Modell, was mal irgendwann fertig wird. Und dann sage ich mal, derjenige, der es kauft, viel Spaß damit. Und wenn ihr mal irgendwelche Fragen habt, kein Problem. Und wie gesagt, Versand, nur DHL, wird dann sehr gut verpackt. Da bin ich immer selber ein bisschen pingelig. Das wird immer alles sehr gut verpackt. Und gut. So, euch noch einen schönen Sonntag. Bis zum nächsten schönen Video. Euer Tüftler.